Live-Tag für den Arthur. Reine Stimme, ohne Effekte, 96er selbstgemachter Beat, eben gerade fertig geworden. Und jetzt kommt der Text da drauf. Yeah, oh yeah. Niemand kennt den Mieter von Apartment 108. Er kommt früh nach Hause und geht wieder abends in die Nacht. Die Leute, die ihn sehen, haben nie vor, mit ihm zu reden, weil der Typ so aussieht, als gäbe es gleich Probleme. Niemand weiß Bescheid darüber, was der Mann so treibt. Ob er einen Job hat oder hockt er nur daheim. Ist der Vegetarier oder mag er Fleisch? Wäre er bei Facebook, würdest du es liken. Finde doch raus, ob er für dich ein guter Freund sei. Klingel bei ihm zu Hause und lad ihn auf einen Joint ein. Oder back einen Kuchen, geh ihn einfach dann besuchen. Vielleicht ist er schwul, kommt zu dir danach mit Blumen. Was ist, wenn er ein Junkie ist mit kriminellen Gedanken? Oder total abgewichst und killt Menschen für andere? Mag er lieber Hunde oder hasst er Katzen? Ist er einfach dumm oder hat er was auf dem Kasten? Echte Freunde sind nicht die Kollegen vom Betrieb. Echte Freunde waren von Anfang an da unsere Freaks. Echte Freunde sagen dir es ehrlich, wenn du stinkst. Echte Freunde streiten sich und gehen danach zusammen ein Trinken. Echte Freunde sind nicht die Kollegen vom Betrieb. Echte Freunde waren von Anfang an da unsere Freaks. Echte Freunde sagen dir es ehrlich, wenn du stinkst. Echte Freunde streiten sich und gehen danach zusammen ein Trinken. Es ist immer schwer zu erkennen, wer es wäre. Gute Menschen spüren einander und öffnen sich ihr Herz. Wer möchtest du gern sein als mehr der, wer du bist? Die Hauptsache ist, du hast ein ehrliches Gesicht. Man hält, was man verspricht oder tut es eben nicht. Verhält man sich grad richtig, ist es gut so, wie es ist. Verstellt dich kein bisschen, sonst wirkst du nicht mehr echt. Gesellschaften verbinden sich, dann wird es zum Geschäft. Voll abgeschweift vom Thema, der Beschreibung eines Fremden. Jeder von uns steckt in seinem eigenen Verhängnis. Wir sehen einander jeden Tag, als ob wir uns nicht kennen. Nichts außer die Gegenwart macht uns Transparenz. Wenn du mich nicht leiden kannst, geh mir aus dem Weg. Hört sich vielleicht scheiße an, doch ich kann dich verstehen. Wir leben parallel in verschiedenen Realitäten, in Realitäten, denen sich jeder seinen Weg wählt. Echte Freunde sind nicht die Kollegen vom Betrieb. Echte Freunde waren von Anfang an da unsere Freaks. Echte Freunde sagen dir es ehrlich, wenn du stinkst. Echte Freunde streiten sich und gehen danach zusammen ein Trinken. Echte Freunde sind nicht die Kollegen vom Betrieb. Echte Freunde waren von Anfang an da unsere Freaks. Echte Freunde sagen dir es ehrlich, wenn du stinkst. Echte Freunde streiten sich und gehen danach zusammen ein Trinken. Echte Freunde sind nicht die Kollegen vom Betrieb. Echte Freunde waren von Anfang an da unsere Freaks. Echte Freunde sagen dir es ehrlich, wenn du stinkst. Echte Freunde streiten sich und gehen danach zusammen ein Trinken. Echte Freunde sind nicht die Kollegen vom Betrieb. Echte Freunde waren von Anfang an da unsere Freaks. Echte Freunde sagen dir es ehrlich, wenn du stinkst. Echte Freunde streiten sich und gehen danach zusammen ein Trinken. Echte Freunde sind nicht die Kollegen vom Betrieb. Echte Freunde waren von Anfang an da unsere Freaks. Echte Freunde sagen dir es ehrlich, wenn du stinkst. Echte Freunde streiten sich und gehen danach zusammen ein Trinken. Echte Freunde sind nicht die Kollegen vom Betrieb. Echte Freunde waren von Anfang an da unsere Freaks. Echte Freunde sagen dir es ehrlich, wenn du stinkst. Echte Freunde streiten sich und gehen danach zusammen ein Trinken.